der Pausa-Heimatverein mit einem Festwagen, welcher ländliche Arbeit und abendliches Feiern in einer Hutzenstube darstellen soll. In der Hutzenstube trifft man sich ja zum Singen, zu Handarbeiten, zu Gesprächen, zum Plaudern. Die Hutzenstube und in der Weihnachtszeit der Hutzenabend, wer kennt es nicht aus dieser Region? Der Pausaer Heimatverein will natürlich auch das kulturelle Erbe des Ortes pflegen. Er sammelt Dokumente, Sachzeugen aus Gegenwart und Geschichte und beteiligt sich auch, wenn es um die Verschönerung des Ortes Pausa geht. Da ist der Bürgermeister nicht allein gelassen, sondern kann immer mal beim Pausaer Heimatverein anklingeln. Die 36 Mitglieder stehen dann für ihn da. Tja, ich höre, Ines, du hast noch einmal jemanden an deiner Seite. Ja genau, am Anfang des Festzuges, da hatten wir irgendwas von Erdachsennibbel und so gesprochen. Und der junge Mann, der weiß jetzt, wie es ausgesprochen wird. Wie heißt das, was Sie machen? Deckel-Scharnier-Schmier-Nibbel-Kommission. Sie müssen noch mal sagen. Erdachsen, Deckel-Scharnier-Schmier-Nibbel-Kommission. Was macht denn diese Kommission? Die schmiert die Erdachse, damit sich alles in der rechten Drehung befindet. Damit das Wetter stimmt, dass wir schönes Wetter heute haben, damit alles zusammenpasst. Damit dieser Erdball weiterrollt, gebe ich zurück zu Beate. Tja, 1892 lag Pausa im damaligen Vogtland in der Mitte. Deshalb Mittelpunkt vom Vogtland. Aber die Grenzen des Vogtlandes änderten sich. Die Geometrie haute also nicht mehr hin, so wie sich das der Verein wünschte. Und nun hat man gesagt, der Mittelpunkt der Erde ist hier. Seitdem thront ein Globus auf dem Rathaus, weithin sichtbar. Und die Erdachse wurde in den Katakomben des Rathauses erstellt. Und dort werden auch die Nippel oder Scharniere oder Schnippel und Deckel geschmiert von diesem Verein. Eine hochwichtige Aufgabe. Ganz sicherlich gibt es dafür einen Auftrag der UNO. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der UNO-Generalsekretär mindestens einmal im Jahr kontrolliert, ob der Erdachsendeckel und so weiter auch richtig geschmiert wird. Tja, hier sehen Sie die Bilder nochmal von der Erdachsenstadt Pausa mit dem Globus vornweg. Es folgt ein Gruß aus der Partnerstadt Siegen. Plauen hat insgesamt 6 Partnerstädte. Auch Siegen gehört dazu.